Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Let's Play zu God of War. Wir sind in der letzten Folge durch die Hilfe von der Hexe in Alfheim angekommen, so heißt der Ort. Und zwar durch so eine zentrale Anlaufstelle, so ein geheimer Ort, womit man sich sozusagen mit verschiedenen Maps verbinden kann. Und durch ihre Hilfe haben wir jetzt Alfheim erreicht, haben nochmal beim Schmied so ein paar Upgrades gemacht für unser Charakter, damit wir stärker sind. Und sind jetzt eigentlich ready für die nächsten Kämpfe und ich würde sagen, die Folge beginnt. Das ist ähnlich wie bei, ich weiß nicht, wer Demon's Souls kennt, mit dem Nexus. Man hat so einen Ort und überall drumherum sind solche Art Steine, womit man sich verbinden kann, um dann zu dem jeweiligen Ort sich zu porten, nenne ich das jetzt mal. Und so läuft dieser Ort und genau so haben wir das auch gemacht. Sind jetzt in Alfheim gelandet und werden jetzt hier mal gucken, was wir hier so alles entdecken. Aber wo bin ich jetzt hier? Moment, jetzt muss ich immer. Nur wenn so eine Folge neu beginnt, muss man ein bisschen hier mal so eine Orientierung gewinnen. Wo war denn jetzt der Schmied? Ne, wir waren ja hier, ja. Ne, dann waren wir hier, genau. Ja, genau, hier war der Schmied. Ja, ist komisch. In der letzten Folge haben wir hier noch die ganzen Upgrades gemacht. Hier haben wir aufgehört. Aber ich fange woanders an. Komisch. Aber jetzt möchte ich natürlich nur mal sicher gehen. Habe ich denn jetzt hier auch alles ausgerüstet? Wird schon richtig sein, ne? Ja, doch. Doch, 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 das passt alles. Okay. Danke nochmal, wir hauen dann ab. Oder kann ich nochmal was mit dem reden? Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Oh, es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschung. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie. Aber. Kratos mag auf jeden Fall keine Zwerge. Jetzt zufrieden? Oder nicht alle, sagen wir mal so. So, hier. Das ist ein Boot. Ich hab's. Das war ja einfach. Dann mal los. Da brauche ich keine Hilfe, was brauchst sagst nicht du? mitschieben. Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Das Licht nicht von viel. Alfheim, den Ringtempel Nur, dass erreichen. Die Alben immer um das Licht kämpften und deshalb isoliert blieben. Achtet mal drauf, die plaudern miteinander. Okay, Vorführeffekt jetzt nicht. Und sobald ich dann aus dem Boot rausgehe, also aussteige, dann sagt er immer sowas wie, okay, jetzt reicht's. Jetzt wieder konzentrieren oder genug jetzt. Was Goldenes? Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Hammer. Geil, das muss ich auch nicht ausrüsten, ne? Das ist einfach so direkt permanent. Gerne mehr von diesen Dingern. Ha? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Der Junge wird verrückt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse.
komisch, okay. Er wird, glaube ich, verrückt. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf, also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Die beiden, unglaublich, sind nie derselben Meinung. Das Spiel würde ich mal gerne mit einer PlayStation 5 Grafik erleben. Also wirklich Next-Gen-Version, ne? Mit besseren Frames, geilere Auflösung. Alter, deswegen sage ich ja, PS5. Ihr seht das Licht, das sieht einfach so geil aus. Was haben wir denn hier zum Beispiel? In Alfheim kennt man auch Sunshine. Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Okay. Was hat da jetzt geleuchtet, da hinten? Was leuchtet denn da hinten? Aber das, da kann ich auch gar nicht hin, oder? Traurig, der Streit zwischen den Alben. Muss mal gucken hier. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Wieso habe ich bei dem Spiel das Gefühl, dass ich echt sehr viel verpasst habe? Also, für Kriege wisst ihr, was ich meine? Es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Was ist das jetzt hier? Moment. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles wir gehen jetzt zum Hauptziel. Aber wisst ihr, was ich meine? Die sind immer so viele Sachen, auch so viele unterschiedliche Sachen. Aber man hat immer permanent das Gefühl, dass die noch nicht machbar sind. Was ja auch eigentlich stimmt. Die sind ja nicht machbar. Nicht nur, dass man das Gefühl hat. Zum Teil wird es ja bestätigt, dass man dafür die Fähigkeit noch nicht hat. Aber dementsprechend hat man immer das Gefühl, man geht einfach immer sozusagen der Hauptstory folgen und verpasst aber nebenbei diese ganzen geilen Schätze, Entdeckungen etc. und sowas. Ja. Man kann wahrscheinlich irgendwann mal zurück, aber ich hätte es gerne so gewollt, dass ich auch jetzt, bevor ich hier zum Ziel gehe, was ich jetzt eben gemacht habe, gerne mal zu wissen, was da oben leuchtet und sonst was. Dann war da so eine Art, so ein schwarzes Loch. Irgendwie auch besser so, ne? Dann wird man ja nur noch so nebenbei Sachen machen. Aber tatsächlich, wie gesagt, ist das Gefühl nervig, dass ich immer denke, dass ich das verpasst habe. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Okay, das kann man sagen. Hallo, beruhig dich. Und meine Ruhe, zack. Achso, jetzt mach ich mal meine R2-Attacke. Aber ich halte mal gedrückt. Okay, daneben. Bei dir ist das wahrscheinlich schlecht. Geil. Habt ihr das gesehen? Ich habe meine R2-Attacke zurückgehalten. Und dann ist das so hängen geblieben und dann einfach weggeschleudert. Geil. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Ich hasse trotzdem Flugwesen. Also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Das sah danach aus. Aber los! Sofort wieder!
Und zack. Und zack. Und er hat zwei Gerückhalten. Und schön pariert. Und ah, jetzt probiere ich auch mal gleich die Kombo. Dreimal R1, einmal R2 war das. So, 1, 2, 3 und zack. 1, 2, 3 und zack. Warum mögen wir uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Was habe ich jetzt gemacht? So miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Einen Weg in den Tempel finden. Ja. Also hier kann ich jetzt erstmal nichts machen, ne? Was war das? Okay, ich muss wieder zurück. Ach so, da wo wir am Anfang waren, die Sandschale, sagt er ja, ne? Genau. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Später mehr. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Alpenrune. Okay, was mache ich jetzt? Zeichne sie. Damit. Junge! Jetzt hat er wieder was. Es waren wieder die Stimmen. Aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles Kratos ist eiskalt. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lügen. Was passiert? Oh, das sieht so geil aus. Sieh mal, was wir gefunden haben. Überleg mal, ich steuere gerade meinen Charakter. Das ist keine Zwischensequenz. Das ist alles so mitten im Gameplay. Das ist heftig. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Ringtempel graben. Und schon wieder so einer. Sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Okay. Und zack. Und zack. Geile Kombo erstmal. Und zack. Schwerer Angriff. So. Und daneben. Ah, ich will immer den schweren Angriff machen, komm aber nicht dazu. Ey. Mein Gott. Hau ab. Komm, komm, greif an, greif an. Greif an. Und er hat zwei Kombo-Angriff. Puh, boah, diese. Der reicht mir. Und so. Er hat zwei Gerückhalten und nicht treffen. Das muss ich geil parieren. So, geil pariert. Und Alter, also ja, ich muss mich heilen irgendwie. Ah, da hinten habe ich Heilsteine. So.
Da geht's. Achso, die Vasen hinterlassen auch diese Heilsteine. Das ist schon mal gut. Ein paar Vasen kaputt machen. So, hier ist sicherlich ein Secret. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Mach dich bereit. Was? Was denn? Was bereit? Oh. Ach, ist das so ein eine One-Hit-Attacke? Bei den normalen Gegnern, wenn ich erst gedrückt halte. Okay, ich muss da zwei Dinge angreifen. Naja, schauen wir jetzt erstmal hier. Okay, Hacksilber. Hier ist schon mal nichts. Was haben wir denn hier? Cool. Ach, hier oben auch. Ich sag ja, man muss hier bei dem Spiel echt oft nach oben gucken. Sonst verpasst man echt viele Sachen. Oh, sind zwei dieser Viecher. Kann ich jetzt aber hier nicht öffnen. Warum nicht? Das Ding ist kaputt. So. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ja, ich noch nicht, ehrlich gesagt. Das nehme ich hier noch gerne mit. So, das hatten wir doch hier. Und warum geht's? Wie komme ich denn da hin? Ah! Ich hab's. Das lasse ich da stecken. Und dann beim Ziehen. Moment. So, das hängt da rechts. Wenn ich jetzt die Axt hier rufe. Kann das sein? Leute, habt ihr gemerkt, worauf ich hinaus will? Ich treffe mal genau das Teil wieder. Jetzt schließt sich das wieder und jetzt beim Rufen. So schleudere. Das könnte klappen. Das Teil wird dann nie getroffen. Ah, ich bin da immer so ehrgeizig. Ich will das unbedingt schaffen. So. So, jetzt beim Zurückrufen. Müsste das Ding noch treffen, oder nicht? Ja. Ah, schwere Geburt, aber ich hab's geschafft. Ich muss das machen. Ich muss das einfach machen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Schwerer Runenangriff. Ein mächtiger Vorwärtshieb, der eine kleine vertikale Welle mit mittlerem Frostschaden verursacht. Nee, ehrlich gesagt bin ich mit der Attacke auf jeden Fall zufrieden. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Wollte ich haben. So, um das nochmal hier klarzustellen. Auf der Seite geht's aber wiederum nicht. Hier kann ich nichts machen, ne? Können wir weitergehen? Können wir, komm. Ich will dich nicht enttäuschen, Junge. Komm, wir gehen weiter. Stimmt. Dein Vater hat übertrieben. Super Tito!
schau, direkt ein Finisher. Aber der stirbt natürlich nicht sofort. So, jetzt aber. Und mach mal eine Raserei. So flink. Der ist auch da. Geht noch einer. Ein geiler Stamm noch mal zum Schluss. Zeit und down. Alle weg. Hier habe ich was. Zu viel zu entdecken, Leute. So viel. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Wo sind denn die Runen dafür? Hier irgendwo? Nee. Aber eine Rune ist doch schon aktiviert, aber wie denn dahinter ist, was das sehe ich. Das klappt nicht so, oder? Doch. Was war das denn? Ich hab's echt geschafft. So, und die letzte? Oben oder unten? So. Ach so, okay, ich könnte auch von hier dahin. Merke ich gerade, oder? Nein. Aber doch, wahrscheinlich konnte ich von hier dann die Rune abwerfen. Ich würde auch gerne da hoch. Okay, jetzt habe ich's. Ja, ich habe es irgendwie so kompliziert, aber trotzdem geschafft. Aber war dann wohl nicht richtig, wie ich es gemacht habe. Runen Unterarmschienen. Okay, ja. Nee, geht die Stärke weg. Nee, ich habe die ja neu geholt, die Rüstung. Die behalte ich jetzt auch erstmal. Nein, schön wieder runterdrehen. So, wo ist die letzte Rune für die Truhe? Wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Hm. Ja, aber hier geht's doch weiter, oder? Das war ein Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Moment, Leute. Ihr kennt mich. Nein. Ich habe eine Truhe verpasst. Okay. Muss ich mitleben. Habe ich Pech gehabt. Alles gut. Kein Stress. Dann ist es halt so. Nicht zu viel runterdrehen. Nochmal. Das reicht. Ja. Was haben wir jetzt hier? Zersplittertes Herz von Alfheim, selten Zauber, reduziert jeglichen Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%, max 36%. Aber jetzt weiß das auch nämlich, wie ich das hier mache. Und zwar, jetzt gucke ich mal was.
Gib mir einmal die Möglichkeit, das zu tun, bitte. Sonst sterbe ich, wenn ich jetzt die letzte Rune da nicht finde. Ihr werdet das schon fühlen können, oder? Da, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Leute. Nein, aber das darf ich nicht so weit runter machen. Das war jetzt schon zu weit runter, oder? Aha, knifflig. Echt knifflig. Alter, wie soll ich das denn machen? Achso, ich darf das halt nicht zu weit drehen. So, das ist doch genauso. So. Alter. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Bitte. Ein Apfel lohnt sich definitiv. Jetzt können wir aber weiter. So. Noch ein Apfel, dann haben wir wieder erhöhte Gesundheit. Schön Stampfer, Mann. Ey, den kann man aber auch nicht treffen. Also ich möchte gerne so einen Finisher mal machen. Die sterben echt schnell. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Hier hoch. Das heißt hoch. Wahrscheinlich werfe ich das Ding. Kreis, los! Los, Kratos, los! Der sieht aber cool aus, das fliegende Ding, oder? Tschüss, Libelle, ey. Eins, zwei, drei, er hat zwei. Schön pariert. Oh, was ist das denn? Tschüss. So, ich könnte neue Fähigkeiten erwerben. Hier geht es nicht drüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Die funktioniert nicht mehr, schade. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine neue Fähigkeit gelernt, dass wir genau das machen können. Mir wurde gerade ein Hinweis gegeben, dass ich wieder neue Fähigkeiten lernen kann. 768. Ja, was denn? Hä? Ich kann doch nichts mehr lernen. Ach, ja doch, für den Jung hier, kann ich endlich mal wieder was machen. Erhöht Fallschaden und Nahkampfschaden. Ja, machen wir mal das mit dem Fallschaden. Ja.
Gerne. Okay, da geht's nicht lang. Ach. Und warum ging das jetzt nicht? Heißt es ja eben nicht geschafft? Zwei von den Dingern. Hier gibt's doch noch einen. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns zeigt. Sie hat gewusst, was sie tat. Zu viel. Aber hier hatten wir, glaube ich, wirklich nichts mehr, oder? Also, wie gesagt, hier geht es ja nicht weiter. Hier ging es nicht weiter. Ah, guck mal, zum Glück. Das kann nervig sein. Guck mal, Leute, das kann echt nervig sein. Also, es nervt mich sogar, dass ich jedes Mal irgendwo einen neuen Raum betrete und wieder so denke, ah, Junge, jetzt geh wieder zurück und nimm das eine Ding noch mit. Ja, das nervt diesen Flow so ein bisschen. Aber genau aus diesem Grund mache ich das. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt so weitergehe, dass ich was verpassen könnte. Und jetzt gehe ich zurück und auf einmal sind so zwei leuchtende Sachen hier. Und genau weil das Spiel mir das Gefühl gibt, oder viele Spiele, ne, ich zocke ja viele Spiele, bin ich halt immer so ein, in Anführungsstrichen, Perfektionist, der dann alles mal hier durchsuchen muss. Jetzt merke ich aber gerade, dass das hier nichts gebracht hat. Okay. Das war dann jetzt für die Katz. Aber ihr wisst, was ich meine. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Hier, von hier aus kann ich die zwei Dinger treffen. Eins, zwei. So, jetzt hat sich die Truhe wahrscheinlich auch geöffnet. Das meine ich damit, Leute. Es hat sich gelohnt. Ja. So, und jetzt können wir weitergehen. Aber manche Rätsel sind auch echt gut gemacht. Also man muss ja schon ein bisschen länger nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Okay, es geht noch nicht. Dann geht's hier weiter. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Hä, hey, warum ging das jetzt mit der Lichtbrücke? Ich dachte, wir haben da diese Magie da jetzt nicht. Hier lang. War klar. Ich sollte mal wieder mit der Faust kämpfen, glaube ich. Ich habe echt viel Betäubungsschaden. Diese Finisher sehen einfach so geil aus. So, jetzt kann ich auch wieder meine Axt holen. Hier ist doch keiner mehr, oder? Oh, Raserei aufladen. Stark. Ciao. Wo ist der? Und zack. Eins, zwei. Okay, der ist schon da. Oh.
Wie tötet man etwas auf der Raserei? Du findest seinen wunden Punkt. Meine Raserei hat einfach unnötig gemacht. Scheiße. Da ist ein Wunderpunkt. Du hast ein Stück abgeschlagen. Das können wir gegen ihn verwenden. Ja, sein Wunderpunkt ist hier vorne. Jetzt. Also, komm mal klar. Und so mache ich auch keinen Schaden. Ja. Okay, mehrmals hintereinander. Oh, was mache ich denn damit? Was mache ich mit den Teilen hier? Und ciao. 2, 3, R2. So, was ist denn mit dir? Hat die noch gerade was? Warum kann man diese Teile da einbauen? So. Ich hab diese Steinchen hier nicht gecheckt. Ach, gegen ihn verwenden. Zu spät, er ist down. Bis ich das mal gecheckt habe. Oh, wieder ein Zauber. Also, da ist es. Alte Wache. Vergessenen Trümmer. Haxel, ne? Oh, Stahl plus 4 und Herz. Nochmal eine Truhe. Ey, bis ich die Mechanik da mal gecheckt habe, also das mit der Schwachstelle habe ich verstanden, aber die Steine, die man dann aufsammeln konnte und gegen ihn verwenden konnte, dann war schon längst vorbei. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Ich habe aktuell das hier. Mach ich mal. Was macht der da? Ach jo. Mhm. Das probieren wir nochmal gleich aus. Schlau. Hoch zur Ringtempelbrücke gehen. Ja, machen wir. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Bestimmt, komm mit. Das Gameplay übrigens, also das Kämpfen, das Kampfsystem an sich ist einfach mega geil. Das Feedback vom Controller. Einfach diese Wucht, die dahinter steckt, diese Taktiken. Also das ist so schwierig zu erklären, aber das ist auf jeden Fall richtig geil. Es fühlt sich so richtig heftig an, da so diese Äxte zu schwingen und, keine Ahnung, Köpfe zu brechen, zu schlagen, zu werfen. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ringtempel entdeckt. Die Tür, da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Einen anderen Weg finden, das war ja klar. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen. Woher kommen diese scheiß Fliegen, ey? Ist das Holz hier verschimmelt? Was geht denn ab? Das ist halt neueste Mal aber erst so. Ich habe hier irgendwie hier mal in meiner Gaming-Ecke permanent mit solchen kleinen Fliegen zu kämpfen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Keine Ahnung. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Hey Sindri. Hier lang. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. So. Ja. Upgrades. Nein, das ist Herstellen.
Das ist verbessern. Das kann ich hier nicht. Den Clownbogen auch nicht. Okay, ich kann nichts verbessern. Oh, ist das besser? Ne, war ja die Stärke weniger. Aber ich kann das hier verbessern. Machen wir auch. Meine Armschienen. Auch das verbessern wir. Klar. Axtknauf. Ne, da fehlt mir was. Hier fehlt mir Geld beim Talisman. Aber wir können wahrscheinlich wieder was verkaufen. Brauchen wir nicht. Hast du die überhaupt getragen? So. Jetzt können wir nämlich auch unseren Talisman verbessern. Abklingzeit, alles besser. Was sollen wir hier kaufen? Nee, ich will nichts kaufen. So, mit 3 kann man was machen? Ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Auftrag abgeschlossen, neue Rezepturen freigeschaltet und EP bekommen. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Wie sieht denn seine Mutter aus? Das interessiert mich jetzt. Sie suchte uns auch damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, mach du den... Ja, ja, redet ihr mal. Ich warte jetzt nicht, bis er da was erklärt. War sowieso schon der richtige Weg. Aber hier haben wir noch was. Mehr von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Ja. Okay. Das hätten wir schon mal. Okay, da ist eine Glocke. Da ist eine Glocke und da. Das ging doch. Das ging doch klar. Ah, wieder ein Horn. Jetzt habe ich doch aber 3 Stück. Sie haben 3 der 3 Hörner mit Blut gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Rage benötigen. Sie haben 3 Hörner mit Blut gesammelt, maximale Rage erhöht. Geht länger. Hammer. Das Erkunden lohnt sich hier schon, definitiv. So. Und weiter geht's. Ja, auch wie die andere Folge schon, endet auch diese Folge wieder. Warum auch immer, was für ein Zufall, direkt beim Schmied. Das passt einfach meistens von der Zeit her. Wir hören jetzt hier wieder beim Zwerg auf. War wieder eine geile Folge. Wir hatten endlich mal wieder so einen geilen Bosskampf gehabt. Und mein Fazit, ich muss da noch reinkommen. Also ich merke immer, wenn ich so kämpfe, dass ich da noch nicht so alles drauf habe. Diese ganzen Tastenkombinationen gibt es ja echt vieles, also viele Kombinationsmöglichkeiten oder Herangehensweisen von den ganzen Kämpfen. Aber nach wie vor, Leute, Alter, ist das ein geiles Game. Echt, echt ein geiles Game. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Ich bin begeistert, wirklich. Es ist absolut krass einfach. Naja. Das war's dann mit der Folge. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ich wieder eine Folge hochgeladen habe. Ansonsten vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao!